es geht um Geld. Also. Ja, Geld ist immer das, was das größte Problem ist. Aber Wurzhoff, wie gesagt, ja alles so auf die Beine stellt. Wir kriegen ein bisschen was von der Kulturbehörde oder vom Bezirksamt immer mal einmal abwechselnd im Jahr. Und ansonsten haben wir so ein paar Sponsoren und verkaufen ein bisschen Bier und haben ein bisschen Stände da auf dem Platz, was unsere Einnahmen sind. Und davon müssen wir alles finanzieren und das ist jedes Jahr immer sehr, sehr knapp. Und deswegen müssen wir auch sehr aufpassen, dass wir nun nicht, klar, die Leute, die da arbeiten, die können da auch essen und trinken und alles. Und wenn ich jetzt Freitag nur da bin oder was weiß ich, dann kriege ich einen Ausweis für den Freitag. Und dann kann ich da auch essen und trinken, so viel ich möchte, wenn ich da mitarbeite. Aber was denn nicht der dazu führen darf, dass ich jetzt sage, oh, ich bringe meinen Kumpel da nochmal ein Bier mit und dem nochmal ein Bier und sowas. Weil das hatten wir schon mal vor Jahren auch, die letzten Jahre ist es besser geworden, aber vor Jahren auch, wo denn, ja, das Bier war alle, aber im Grunde war nichts in der Kasse, weil das ist denn so versoffen worden oder was weiß ich. Was hast du denn am Zaun gemacht? Der Waldzaun, der Lackenzaun, das war eine ganz miese Tour. Ja. Das ist ja nichts. Ja, so lange muss man Wasser dicht sein. Es gibt einige Bereiche, die wir für uns sichern müssen. Einmal ist das der Backstage-Bereich für die Musiker. Um für die Musiker nach dem Auftritt und vor dem Auftritt ein wenig Ruhe zu haben, einen Ruhigbereich und auch ein Umkleidebereich, also einen kleinen Intimbereich für sich zu behalten. Ist auch für uns wichtig, einen abgeschlossenen Bereich zu haben, die Leute, die hier arbeiten, sich auch irgendwo zurückziehen zu können, aus der Masse eben halt, um ein bisschen unter sich zu sein. Ich finde das rot ein bisschen irgendwie, das sieht man nicht. Kannst du hier einen Balken setzen oder sonst was? Ja, es geht ja mehr um das Bild. Wobei, und das die ist Konzeption mein Zeitlimit, wenn die alle sind. Sachen, wo ich rumspiele, das Blau ist auch jetzt blau. Von den Schriften, die hier stehen. Ja, das kannst du. Habe ich eben gerade erst gemerkt. Ja, ja, das war diese ich Schrift auch. Muss heller. Ja. Nee. Das ist Arne. Nur die Werbelampe. Mir war gut, auch Bauzone pünktlich gekommen, Strom war pünktlich hier. Oh, wir kamen an, Bilwerder Tour und Elbe, da standen die Tresen schon da vor der Tür. Einer hier könnte eigentlich auch zwei sein. Also erstmal freuen wir uns natürlich, dass wir von euch Unterstützung kriegen und so. Und dass ihr als Sozialdemokraten auch auf dem Flamme bei Jusos. Genau. Und ja, wir haben mal irgendwann gesagt, dass wir parteipolitisch ein bisschen unabhängig bleiben wollen. Das haben wir mit den Grünen auch so gehandhabt. Dass die wollten auch mit aufs Plakat oder einen Stand oder wie auch immer. Und ich denke, dass das bis jetzt auch noch so ist, dass wir das so nicht machen sollen. Und ja, wie weit jetzt, wenn ihr mithelfen wollt. Also Mithelfe ist überhaupt gar kein. Weil das ganze Festival ist das sehr antifaschistisch. Also das fängt ja schon beim Aufbau an. 3, 4, 3. Ja. Die Vierer sind 3, 4, 3. So. Die Vierer, ja, nur noch die ganze. Halbwellen, wir können einen. Wir kommen an die 3 dran. Darum haben sie doch auch hier diese Schlitze hier. Damit du die da einfach so. Gut, danke schön. Fahr mit den Füßen raus! Ich glaube nicht ganz dran. Aber was ist denn? Ich habe die Bühne riesig tief flacher. Boah, Alter. Der Zoff ist mit Nazis, dann muss man sich natürlich gerade machen. Aber wenn du versuchst, irgendwie jeden schief anzugucken und jeden zu bepöbeln, der ungefähr so auch einer sein könnte, dann hast du natürlich Stress. Und
Nee, aber das ist ein anderer Ansatz. Ja. In der Lola war das Problem, dass die Polizei gesagt hat, wenn eine Veranstaltung als öffentliche Veranstaltung, und Woodstock ist eine öffentliche Veranstaltung, angekündigt ist, hat jeder Mensch das Recht, auf diese Veranstaltung zu kommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, und auch der Veranstalter hat nur dann ein Recht, wenn er das vorher ausdrücklich sagt, dass solche Leute nicht kommen dürfen, dann sofort zu sagen, hier, du gehst. Als wir vor 2 Jahren diesen Regenwind hatten, ne, weißt du, da hat die Bühne sich bewegt, auch wenn es keiner gemerkt hat. Das konnte ich wirklich sehen, ne, da kommen ja noch überall noch so Stecker rein. Ja. Und da hat die abgehoben, richtig. Oha. Immer ein Stück. Ja, ein wenig. Aber du hörst denn die Stecker, die hörst du sonst gar nicht. Taka, 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 weil die so, du wirst verrückt. Das machst du eigentlich die ganze Zeit. Du hast entweder die Hände. Die Hände in der Tasche oder drehst du dir eine? Als wie bitte und wer hat den Kaffee? Wie möchtest du ihn? Schwarz, Milch, Zucker? Schwarz, trinkbar. Ja. Das sieht so schmutzig aus. Ja, das ist auch cool. Ich finde das. Langsam kriegst du das richtige Flair. Eigentlich kann man das gar nicht machen. Kommt Woodstock viel zu altmodisch, fast schon verstaubt daher, was zusammen machen und so. Als dass es Spaß bringen könnte. Aber nur deshalb funktioniert es ja, weil es Spaß macht. Und plötzlich steht eine Bühne auf der Wiese und die vielen Zelte. Sind Bands engagiert, ist Woodstock für 3 Tage irgendwie anders, anachronistisch. Es gibt nichts zu verdienen, keinen Chef und keine Controlling-Abteilung. Die Menschen helfen mit, ohne sich zu fragen, was für sie dabei herausspringt, und bekommen nach 3 Tagen als Antwort, dass sie viel gelacht haben. Und es ist umsonst. Das kann ja gar nicht sein. Die Leute kommen trotzdem. Tausende. Ohne zu wissen, wer für sie spielt. Stolpern über längst vergessene Ideen oder entdecken sie zum ersten Mal. Für 3 Tage im Jahr, immerhin. Kommen Bands und spielen fürs Benzingeld. Kommen gern, weil das Catering so liebevoll ist. Das spricht sich rum. Fast schon, nun hör aber auf, familiär ist. Und dann hat Woodstock auch noch ein Motto. Nicht Shop till you drop oder noch pfiffiger. Nein, politisch soll's sein. Umsonst und dann auch noch politisch. Na, die trauen sich was. Und trotzdem funktioniert es. Seit 20 Jahren. Geht das eigentlich gar nicht. Eigentlich. Ja, das ist Woodstock 2000. Und ihr habt den Soundcheck schon mitgekriegt und weiß, ihr wisst, was euch erwartet. Ich bin durch die beiden in die Crew gekommen und durch ihre Mutter. Wir sind vor 2 Jahren, da ist irgendwie, nee, vor zwei oder drei. Da waren irgendwie irgendwas mit der Spülmaschine nicht okay oder so. Dann mussten wir das alles abspülen. Im nächsten Jahr haben wir das dann auch gemacht und dann im übernächsten Jahr sind wir dann hier irgendwie zur Stage Crew gekommen. Weil wir die Band getroffen haben. So sind wir eigentlich da hingekommen. Und jetzt machen wir das im 2. Jahr. Es ist anders, wenn man irgendwie nach dahinter schaut. Es ist einerseits auch gemütlicher. Weil eine gemütliche Atmosphäre, wenn man im Küchenzelt abends sitzt, irgendwie ist es nachts um 3, die letzte Band ist gerade da oder sitzt auch noch im Küchenzelt und er hält sich mit denen noch und irgendwie, weiß ich nicht, gewinnt es dadurch eine Komponente mehr irgendwie. Wird aber auch anstrengender, wenn man einfach länger hier ist und ja, mehr arbeitet, als wenn man nur Gast ist. Hergeholt und sonst war es teilweise schon so, dass man gemerkt hat, dass die eine ganze Menge Erfahrung haben und ich halt überhaupt nicht. Und, ja. Ich hatte damit nicht so viele Schwierigkeiten, weil es wurde halt gesagt, hier, das ist so, wäre ganz schön, wenn du mal einen Plakatentwurf machst. So habe ich halt angefangen.
dann habe ich das halt mal gemacht und vorgestellt und dann ja, wurde halt Kritik geübt und gesagt, was man besser machen kann, das war nicht. Ja, ich fand okay. Man musste mit der Art ein bisschen klarkommen, dieses nüchterne. Ja, nüchterne, chaotische, irgendwie, was immer auf diesen Woodstock-Sitzungen leicht vorherrscht, irgendwie, dass jeder. Ja, es gibt keinen, der sagt, mach dies so, sondern alle machen halt irgendwie ein bisschen und jeder guckt für sich. Ja, ich habe dieses Jahr eine Menge zugelernt. Man lernt immer eine Menge dazu. Also auch in den verschiedenen Bereichen, wo man dann reinschaut, Technik, Organisation, an was man alles denken muss. Das hätte ich vorher nicht gedacht, wenn man so ein Festival sich irgendwie anguckt. Ja, baut man den ein bisschen auf und dann klappt das schon irgendwie. Dass man an Klohäuschen denken muss, an irgendwelche Ordnungsämter und Lärmschutz und so. Das kriegt man halt dann nach und nach mit, irgendwie, was da auch an Arbeit hintersteckt. Selber so erlebt habe, ist halt, dass mit den Jahren immer doch eine etwas größere Professionalisierung in Gang gekommen ist. So, ne? Woodstock scheint mir heute, auch wenn das immer noch alles ehrenamtlich gemacht wird und auch vielfach von den gleichen Leuten gemacht wird, vielleicht auch gerade deshalb, weil das viele Leute schon jahrelang machen, dass sich dann auch die Ansprüche dieser Leute vielleicht verändern. So, und das auch verständlich ist, dass die dann vielleicht Bock haben, irgendwie das noch cooler zu machen, das noch professioneller zu machen in irgendeinem Sinne. Ja, das ist ja so entstanden, dass es auch da so eher aus einer Gruppe rauskam, die noch mehr zusammen gemacht hat, nämlich diesen Kampf um das Jugendzentrum und so ASV und so. Und zwischendurch hatte es dann eher wirklich so ein
irgendwie so ein Charakter, dass irgendwie sich da Leute zusammengefunden hatten, die so halb professionell ein Festival machen wollten. Es sind auch viele jetzt dabei, professionell solche Sachen zu machen. Und da hatte das angefangen, so ein bisschen an Charakter zu verlieren. Und im Moment ist es so seit 2-3 Jahren wieder so, dass da doch auch viele Leute dabei sind, die sowas nicht beruflich auch machen wollen oder das machen, sondern die einfach sagen, sie haben Bock auf diese Wurzrock-Gruppe, diese Stimmung hier. Und dadurch hat es ein bisschen wieder einen anderen Charakter gekriegt, weil es eher für viele, glaube ich, auch darum geht, genauso wie für mich, dieses gemeinsam zu tun und nicht die absolut tollen Bands zu kriegen und große Musik-Acts hier auf die Bühne zu stellen, sondern das, was wir hier zusammen machen, so auch für uns zu tun. Und nicht nur, um ein bekanntes Festival zu machen, sondern um ein schönes Wochenende für uns gemeinsam zu haben, hier gemeinsam zu arbeiten und ein schönes Wochenende so für die Bergedorfer Jugendlichen, Erwachsenen und Alten zu machen, die einfach auf solche Sachen noch stehen. Die werde ich zum Selbstschwachsinn. Ist das wie Onanie? Denn ich bin auch zu feige.
zu sagen, was ich denke, oder schweige, um nicht zu lügen, weil ich an der Wahrheit hänge und doch ist, was ihr hier von mir hört, ohne Wenn und Aber, letztendlich und am Ende auch nur rhythmisches Gelaber. Worte sind wie Schall und Rauch, zu jeder Stelle die Keule und Fischen aller Seite, sie leise Kreis auf ihre eigene Art und Weise. Worte sind wie Schall. Ich habe mich sehr über das Catering gefreut, über das leckere vegetarische Essen und die Stimmung ist gut, die Crew ist klasse. Ja, alles super und der Gig war spitze und mir geht's gut. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, weil sie spielen ja nicht für besonders viel Geld hier, also muss man sie schon ein bisschen hegen und pflegen. Katrin, komm, gib dein Bestes jetzt. Und das versuchen wir natürlich auch. Und auch die Leute, die irgendwie ja, die ganze Zeit umsonst hier arbeiten, auch die haben es ja verdient, auf alle Fälle ordentlich was zu essen zu kriegen, weil viel mehr gibt es einfach nicht. Außer machen wir noch ein Büro. Natürlich sagen, ich sehe das immer aus der Sicht von hier hinten mehr, weil ich halte mich eigentlich eher die 3 bis 4 Tage hinten in unserem Küchenzelt auf. Und von daher war das so, dass ganz viele neue, junge Leute vor allen Dingen auch da waren, die ganz viel gemacht haben. Und das ist einfach total gut. Also es gibt einfach so die nächste Generation wieder, die hier was macht und die hoffentlich auch Spaß dran hat. Man muss einfach sehen, dass wir Engagen zahlen. Im Grunde spielen die alle umsonst. Natürlich kriegen sie alle Geld, aber nicht mehr als Fahrkostenerstatter. Und was hast du für einen Eindruck? Also welche Motivation haben die Bands? Das Catering oder so? Ja, diese ganze Geschichte, weil das gibt es ja nur noch ganz selten. Es gibt noch so ein kleines Stimmwede, ein kleines Festival auf Fehmarn. Diese Gesamtgeschichte ist es, die sie ziehen. Darüber haben wir auch zum Beispiel Hot Nice, die gestern gespielt haben. Die also wirklich vereint hat, aus England hier rübergekommen sind. Begeistert. Die wissen schon, was ist? Ja, total. Sonst wären sie nicht gekommen. Die sind auch alle gekommen unter diesem Ding, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Einfach horchen. Ich bin ja nun ein bisschen älter als die. Einfach mal so reinhören, was die gern an Musik haben wollen. Und sich dann in Hamburger Clubs umgucken. Das heißt, Jens und ich sind wirklich ein halbes Jahr lang durch die Hamburger Clubs gekommen. Da muss die Nächte um die Ohren gehauen, um uns die Leute anzuhören.
Also nicht so, dass ihr ein Tape geschickt bekommt und... Ja, schon. Davon hast du 100. So, ich habe auch jetzt schon wieder Bewerbung fürs nächste Jahr. 10 oder 12. Aber ich finde es wichtig, gerade für so eine Geschichte, dass du diese Leute anhörst. Weil so eine CD ist geduldig. Du musst immer spüren, da kommt was rüber. Alles klar! Sounds inside are hard to bear. This situation screwed my stomach. Desperately needing a quick release. I've got a house over in Zion. I think I should step walking sideways. What the fuck is up? Okay, cheers. Viel Spaß mit der anderen Band. It's okay, ciao. Thank you. Das sind ganz geile Dinge, so diese antifaschistische Konzerte. Und ich bin einer, so der auf jeden Fall dafür steht. Ich stehe dahinter. Power to the people. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wie armselig und kaputt muss man eigentlich sein, um dieses Transparent verbrennen zu wollen? Sie waren wieder da, störten nicht nur, sie bedrohten, machten Angst. Obwohl niemand verletzt wurde oder noch schlimmer. Sie verschwanden wieder und punkteten mit der Frage, was hätte passieren können. Sie waren schließlich bewaffnet. Vielleicht wollten wir uns ganz einfach nicht von ihnen stören lassen, ihnen den Triumph nicht gönnen, dass wir uns um sie kümmern müssen. Aber ignorieren kann man sie eben nicht. Man muss sich gegen sie wehren. Es war doch mit ihnen zu rechnen und trotzdem überraschten sie uns. Und die Leute, die nicht sowieso in diese Ordnersachen mit eingebunden sind, was gestern sehr wenige waren, überhaupt gar keinen Schnall hatten. Wie gibt es eine Struktur? Gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann oder so? Und es dann zu so Situationen kam, dass hier das Tor offen war, da war niemand mehr und die Bühne war völlig ungeschützt. Deswegen hatten wir das gut, sich zusammenzuhocken und mal genauer zu reden, was könnte uns erwarten und wie gehen wir damit um, vor allen Dingen zusammen. Ob und mit Benjamin welcher Vehemenz hier Faschos vom Platz geschmissen werden zum Beispiel. Also wenn dann gibt es nur eins oder null. Entweder man geht nur so hin und guckt oder man geht richtig vor. Nicht so eine halbe Sache wie gestern irgendwie, was da passiert ist, das fand ich ein bisschen doof. Stehen die anderen rum. Da müssen an jedem, wenn da fünf Leute sind, müssen an jedem drei Leute stehen. Es gibt natürlich eine... Also Nazi ist irgendwie nicht so, sondern das ist schon so breit und unterschiedlich in der Einschätzung. Finde ich immer nach wie vor schwierig, da einen Konsens zu finden. Also Wir können ein paar praktische Beispiele zusammentragen, damit es einfach plastischer wird, auch für welche, die vielleicht noch nicht so häufig in so Situationen waren. Also eine Sache ist ganz klar eine Altersgeschichte. Wenn da 15-Jährige mit kurzen Haaren blöde Sprüche machen, ist das was anderes, als wenn da 5 Erwachsene Skins in Montur auflaufen, für mich. Das. 8 bis 10 Leute die erste Ansprechgruppe sind für so einen Vorcheck, was ist da los? Das ist ja auch häufig gar nicht. Wenn die Zeit dann bleibt. Wenn die Zeit bleibt. Ja, gut, aber das müsst ihr dann entscheiden. Genau. Auf den ersten Blick sind diejenigen, die Glatzen, die gestern hier dies Fest bedrängt haben und diejenigen, die ganz anders gekleidet, viel eleganter und in dunklen Anzügen mit schönen Krawatten,
die Wagner Festspiele in Bayreuth besuchen, nicht verwandt. Jedenfalls ist nicht zu erwarten, dass diejenigen, die in zwei Wochen in Bayreuth sind, euch heute überfallen werden. Und dennoch sind sie geistesverwandt in einem Ausmaß, dass die einen, die heute Abend vielleicht wiederkommen und bedrohlich sind und sich direkt als Stichwortempfänger der anderen verstehen können. Die Leute sind verbittert, weil die Ernte fault und auch das Geld. Sie suchen den, der schuldig ist an allem Unheil in der Welt. Und August der Schäfer, der hat den Mann im Traum gesehen und in der Tat, derselbe ist's, der Lady Di und Kennedy ermordet hat. Und der hat einen Hinkelfuß wie ihr und rotes Haar wie ihr, fährt einen Wagen schnell und rot, trägt einen Kinnbart so wie ihr. Ihr sagt, wir leben doch heute, ja klar, aber so sind hier die Leute. Das finde ich sehr wichtig, dass man auch mit der Musik, der Kunst, wie man es pompös nennt, versucht, nicht nur versucht, sondern die ist inhaltlich. Die kann nicht irgendwie eine Dekoration zu einem Fest nur sein, sondern gerade wenn man es politisch meint, muss sie auch inhaltlich. Und das finde ich einen guten Versuch, der hier gemacht wird. I had a lot of fun. It was the people were great out there. Down. If you don't like what I do to you,
geil. Ja, ja, gut, ja, gut, dann sagen wir so Typen, die Menschen, die kommen jetzt sofort zu Hause. Okay. Ja. Also wirklich, wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wann kommt wirklich das perfekte Festival, wann stimmt wirklich alles so. Immer ist irgendwas kacke, entweder die Veranstalter oder das Essen oder es ist kein Schwein da und hier ist einfach alles geil. Ihr habt hier ein wunderschönes Fleckchen in der Natur, lasst euch bloß nicht von den Glatzen stören. Ey, ihr seid alle so kuschelig, dass ihr eine Band wie uns aus Berlin einladet, das ist ganz große Klasse und die Crowd hat es echt gefeiert. Also echt dickes, dickes Kompliment und das ist wirklich Spirit Place. Hier fühlen wir uns richtig zu Hause. Weißt du, wenn du die Insekten durch die Scheinwerfer fliegen siehst und die Kids da draußen, das passt einfach alles. Wenn es umsonst ist und wenn man merkt, dass die Leute sehr angenehm sind, wie sie es hier sind, auch im Hinterbühnenbereich, dann ist es umso toller, weil es einfach nett ist und weil man dann eine gute Zeit hat und so. Ja. Aber auf der Bühne ist man auch zu sehr mit sich und Lautstärke, als dass ich jetzt mal denken würde, es dufte, dass das hier nicht kommerziell ist. Aber es ist schon gut, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass sowas gemacht wird, weil man ja so merkt, dass vieles in der Art oft mittlerweile so belächelt wird. Oh, Idealisten, mein Gott, was soll denn das unterscheiden? Und das finde ich toll, dass es das gibt. Und ich nehme an, dass es noch einige Zeit weitergeben wird. Also hoffe ich doch, oder? Oder? Mach keinen Scheiß. Schöne Party wieder. Oder ist immer noch eine schöne Party.